Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um ein paar Paragon-Kisten und zwar diesmal aber nur 5 und keine 6, denn ich habe so langsam einige Items, die man aus den Paragon-Kisten kriegen kann. Und welche das sind, will ich euch jetzt mal kurz zeigen. Jetzt switchen wir mal hier auf meinen Hordenschar rüber. Und zwar seht ihr, das sind jetzt die letzten Toys, die mir noch fehlen. Eins ist hier noch so ein uralt Ding aus Norden, das lassen wir jetzt mal raus. Und das sind die 6 Toys, die ich jetzt auch noch aus den Kisten brauche. Und zwar ist es einmal Voldunai, Zandalari und quasi die Talanis Expedition oder Talangis Expedition, so rum. Also sprich die 3 Zonen von der Horde, dann sind es hier die 2 Tortolaner-Dinger und ein Allianz-Toy noch. Und das sind quasi die Prachtmeervorräte. Was ich jetzt auch noch brauche, sind die Eidgebundenen, aber nur noch eine Kiste, weil dann habe ich quasi die 750, zusammen sogar mehr als 750. Und dementsprechend farme ich jetzt ein paar Fraktionen nicht mehr, unter anderem die Eidgebundenen farme ich nicht mehr. Und bei der Allianz dementsprechend die anderen Fraktionen, also sprich Drustwar farme ich nicht mehr und Sturmsangental. Deswegen werden es langsam ein bisschen weniger. Wahrscheinlich werden wir uns jetzt immer auf 5 einpegeln. Ich habe jetzt einmal Prachtmeer bei der Allianz. Die sind die quasi einzige Allianz-Only-Fraktion, die ich noch brauche. Und einmal Tortolana. Und dann habe ich hier bei meinem Hordenschar quasi die letzte Eidgebundene, was ich brauche für die Tokens. Und dann haben wir einmal Zandalari und ebenso Tortolana. Und jetzt müsst ihr mir die Daumen drücken, dass ich ja mal ein bisschen was rausbekomme. Eins für Toys. Tortolana wäre sehr, sehr gut. Da habe ich jetzt 2 Kisten, dass ich da mal die Toys langsam bekomme. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt hier mal an. Da habe ich jetzt nichts extra rausgekriegt, aber meine Dienstmedaillen, da können wir uns jetzt eigentlich gleich mal meinen Mount kaufen. Und zwar hier. Tada! Mount haben wir. Warte, wo ist es? Habe ich das jetzt... Ah, ne, okay, es hat geleckt. Ich wollte gerade sagen, ich habe meinen Mount nicht gekriegt. So, jetzt haben wir... Jetzt gucken wir rein. Wie viel Mounts wir haben? Blutrünstige irgendwas hier. Das ist die Fledermaus. Nice. Jetzt muss ich keine Coins mehr farmen. Also diese Dienstmedaillen. Sehr schön, sehr schön. Fledermaus eingeheimst. Jetzt habe ich hier 554 Mounts, mit dem Ali-Char bin ich bei ein paar mehr, und zwar 556, also irgendwie habe ich mit der Allianz 2 mehr, ne, das ist, naja, das sind teilweise PvP-Mounts. Gut, soviel dazu, jetzt machen wir mal die anderen Kisten auf, und zwar Zandalari Imperium, wieder nichts, nur Ressourcen und Gold, die Tortolaner haben mir auch kein Glück gebracht, okay, 3 Kisten, dreimal nix, dann haben wir nochmal Prachtmeer. Was ist drin? Oh nein, das Pet. Ja, ich habe was gekriegt, aber das Pet brauche ich ganz sicher nicht. Sollen wir mal gucken, was das wert ist? Das Pet wahrscheinlich nichts mehr. Packen wir mal in den Käfig. 1000 Gold. Es ist halt in der Kiste, kriegst du halt 4.500 raus. Und das gammelige Pet ist halt nichts wert. So, Tortolana. Oh nein, ich habe schon wieder dieses Rezept gekriegt. Das habe ich mit meinem Hordenschar schon, oder? Ernsthaft? Naja, ich sag mal so, das war keine tolle Ausbeute. Ich habe ein Rezept gekriegt, was ich nicht unbedingt haben will. Das hatte ich mit dem Hordler schon. Das Pet kannst du dir komplett in die Haare schmieren, mit den 1000 Gold, was das wert ist. Und das einzige Tolle ist, dass ich meine Marken fertig habe und nicht mehr die Invasionen spielen muss für Coins. Jetzt quasi kann ich es nur noch machen für die EP-Tränke, die man hier kriegt. Diese hier. Aber da mache ich meistens immer mit den Twinks die, ja, die Warfront, die man einmal einnehmen muss und kriegt dann halt 15, ne? Und das kann man relativ gut nebenbei machen und dann noch ein bisschen Gear mit den Twinks bekommen. Ja, sehr, sehr schade. Hab wieder nichts gekriegt an Toys, die ich haben möchte. Mir fehlen jetzt halt immer noch, wie anfangs gesagt, hier die 6 Toys aus den Kisten und eins hier aus Nordland, aber das ist ein bisschen trickier. Und ja, ich hoffe, das nächste Mal wird es ein bisschen besser. Mich würde es interessieren, wie viele ihr schon habt von den Toys, was euch da noch fehlt, ob ihr da noch, ob ihr schon mehr habt als ich, ob ich einfach nur ein bisschen unlucky bin. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Opening wieder. Euer Tela, bis dann, ciao.